Hallo Leute, willkommen hier zu einem Video auf neue Art und Weise, die ich hier sonst immer nie mache. Und zwar will ich euch zeigen, wie man Nudeln kocht. Zuerst brauchen wir natürlich eine Küche. Küche haben wir. Dann brauchen wir noch dazu, richtig, Nudeln, einen Topf und Wasser in dem Topf. So, nachdem wir ungefähr knapp über die Hälfte Wasser eingepackt haben, stellen wir erstmal unser Herd an. Jetzt ist es warten, bis das Wasser kocht. Das erkennt ihr daran, dass es blubbert und sehr heiß ist. Also einen Finger solltet ihr da nicht reinstecken, es tut weh. Ich weiß es, ja? Ich glaube an mich. Ja, total vergessen. Ich brauche noch etwas, nämlich Salz. Ohne Salz schmeckt natürlich auch nicht so gut. By the way, ich habe Corona, deswegen höre ich mich scheiße an. Wasser ist immer noch nicht gekocht. Wo ist der Kiwi? 2. Geil, ne? Und ich habe mir einen Apfel geschnitten, weil ich Bock hatte auf einen Apfel. Egal. Wir kochen Nudeln. Ihr seht, Wasser kocht. Dann mischt ein bisschen Salz hier. Dann Löffel immer drin. Dann mischt einen Löffel. Salz, zack. Und dann mischt noch einen Löffel. So einen halben Löffel. So, ne? So ein bisschen, ne? So fast viel. Egal, passt schon. Dann mischt Nudeln. Dann musst du nur kurz den Rauch machen. Das ist nur eine Rand, ey. Hast du Nudeln auf und kippst du rein, Alter. Am besten immer ein bisschen mehr, ne? Weil ihr wisst, dann kocht ihr einmal und könnt das einfach nachher da machen. Easy. Und dann, wenn die Nudeln drin sind, dann wartet ihr so 10-11 Minuten, je nachdem, was für Nudeln ihr habt. Steht auf der Verpackung drauf. Da dauert es jetzt in dem Fall 10 und dann sind sie fertig. Muss nur ausmachen und dann wegkippen und dann, ihr wisst ja. Und dann habt ihr Nudeln. Geil, ne? Das war. Bis zum nächsten Mal. Schreibt in die Kommentare, was ich als nächstes machen soll. Irgendwie, keine Ahnung. Einen Apfel schneiden. Habe ich ja letztens hier vorhin gemacht, ne? Also, wünsche euch was.